Aus diesem Todestrakt wird bald ein Mensch in die Todeskammer gebracht, wo er sein Leben verlieren wird. Man führt einen Mann nicht einfach so zu seiner Hinrichtung. Das Regelbuch legt genau fest, was in jeder einzelnen Minute zu geschehen hat. Dennoch kommt es manchmal zu grauenvollen Zwischenfällen. Sein Kopf und sein Bein fingen Feuer. Die Spritze war rausgerutscht. Eine ziemliche Schlamperei. Vom letzten Gang zur letzten Mahlzeit. Der Mageninhalt steht kurz darauf im Autopsiebericht. Nicht viele Menschen schauen zu, wenn ein Mensch stirbt. Dieser Film berichtet von den ergreifenden letzten 24 Stunden in der Todeszelle. Routine für uns. Die Todesstrafe gilt in vielen Ländern als unvereinbar mit den Menschenrechten. Auch in manchen US-Bundesstaaten wird sie nicht verhängt. In den übrigen sitzen viele Verurteilte oft jahrelang im Todestrakt. Während dieser Zeit können sie Berufung einlegen. Scheitert diese, leistet ein Richter eine folgenschwere Unterschrift. Zunächst wird das Datum festgelegt. Dann wird innerhalb von 10 Tagen der Hinrichtungsbefehl unterschrieben. Robert Francis hat bislang 5 derartige richterliche Anweisungen unterzeichnet. Der Hinrichtungsbefehl legt fest, wo, wie und wann eine zum Tode verurteilte Person hingerichtet werden soll. Hinrichtungen sind Sache der einzelnen Bundesstaaten und es gibt unterschiedliche Vorschriften. In den USA gibt es 5 Hinrichtungsarten, wobei in mehreren Bundesstaaten dem Verurteilten die makabere Wahl bleibt, wie er sterben möchte. Tod durch Erhängen. Häftlinge können sich heute im Bundesstaat Washington dafür entscheiden. Seit 1776, dem Jahr der Unabhängigkeitserklärung, starben die meisten Verurteilten durch den Strang. Tod durch Erschießen. 2010 entschied sich in Utah ein Mann für diese Methode. Sie ist sonst nur in Oklahoma erlaubt, falls eine Hinrichtung durch Gift nicht durchführbar ist. Tod durch Elektrokution. Im 20. Jahrhundert starben die meisten Häftlinge auf dem elektrischen Stuhl. Angewandt in Alabama, Florida, South Carolina und Virginia. Tod durch Vergasung. Zuletzt starb 1999 ein Deutscher in Arizona auf diese Weise. Die makabre Methode steht zur Auswahl in Missouri und Kalifornien. Und schließlich Tod durch Injektion. Giftspritzen werden seit 1982 eingesetzt, gelten in den USA als human und sollen die anderen Hinrichtungsarten nach und nach ersetzen. Die Todesstrafe ist heute in insgesamt 34 Bundesstaaten gesetzlich zulässig. Hinrichtungen sind vom Staat sanktionierte oder genehmigte Tötungen. Ich erinnere mich an meinen ersten Hinrichtungsbefehl. Danach konnte ich nicht mehr arbeiten. Ein seltsames Gefühl, dass die nötige Unterschrift von einem selbst stammt. Liegt diese Unterschrift vor, beginnt der Countdown für den Todeskandidaten. Wir bringen den Häftling 24 Stunden vor seiner Exekution vom Todestrakt in die Todeszelle. Als leitender Beamter trug Alan Ault die Verantwortung bei 5 Hinrichtungen in Georgia. Das Regelbuch legt genau fest, was in jeder einzelnen Minute zu geschehen hat. Wie der Häftling zu behandeln ist, was in der Hinrichtungskammer zu geschehen hat, wie mit der Familie des Opfers umzugehen ist. Die Prozedur lief immer gleich ab. Ende der 1960er Jahre wurden mehrere Klagen gegen die Todesstrafe eingereicht.
Dies führte dazu, dass sie von 1967 bis 1976 nicht vollstreckt werden durfte. Denn laut einem Urteil des Obersten Gerichtshofs seien Hinrichtungen grausam und sittenwidrig, was gegen die US-Verfassung verstößt. Im Januar 1977 wurde dann Gary Gilmore nach einer Überarbeitung der Gesetze erschossen. Er war der Erste nach 9,5 Jahren. Seitdem ist Texas mit fast 500 Hinrichtungen der aktivste US-Bundesstaat, was Vollstreckungen betrifft. Vermutlich könnte man uns als Exekutionsexperten bezeichnen. Jim Willett war Direktor des Gefängnisses in Huntsville, das einen traurigen Rekord hält. Nirgends sonst in der westlichen Welt werden mehr Menschen hingerichtet als dort. Ich weiß nicht, ob dies eine Hinrichtungsschule ist, aber in vielen Bundesstaaten wird derzeit nicht vollstreckt. Also wollen die Leute sehen, wie wir es machen. Terry Green gehörte zum Hinrichtungskommando im Zuchthaus in Huntsville. Er nahm an 102 Hinrichtungen mit der Todesspritze teil. Das Hinrichtungskommando wurde als Eliteeinheit betrachtet. Es hatte eine Pflicht zu erfüllen, die vollen Einsatz erfordert. Kein Gefängnisbeamter wird zu solchen Einsätzen gezwungen. Jeder macht das freiwillig, weil das wirklich keine angenehme Aufgabe ist. Als ersten Auftrag musste ich einen Häftling in die Todeszelle bringen. Der Todestrakt in Texas befindet sich im Polanski-Gefängnis. Von dort sind es 45 Meilen bis zu den Todeszellen in Huntsville. Ready? Step. Bei dieser letzten Fahrt eines Todeskandidaten sind die Wärter besonders aufmerksam. Ein solcher Transport ist die letzte und vielleicht beste Chance eines Häftlings zu fliehen. Er könnte ja Hilfe von außen bekommen. Wir nahmen das sehr ernst. Die Route wird häufig geändert, um Überfälle zu erschweren. Die Stimmung im Transporter war immer ernst. Wir wussten ja, wohin es geht. Geredet wurde dabei nicht viel. Bislang konnte noch kein Häftling in Texas auf dieser Fahrt entkommen. Wenn der Gefangene vom Transporter in die Todeszelle gebracht wird, sieht er zum letzten Mal das Tageslicht. In der Gefängnisküche ist zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt, was sich der Todeskandidat als letzte Mahlzeit wünscht. Brian Price, Küchenchef im Todestrakt. Brian Price hat in Huntsville eine Haftstrafe verbüßt. Ich habe eine 15-jährige Freiheitsstrafe abgesessen. Kommt man in den Knast, kriegt man eine Aufgabe. Ich war Musiker und Fotograf, musste aber in der Küche arbeiten. Während dieser Zeit hat Price 189 Henkersmahlzeiten zubereitet. Ein paar Wochen vor der Hinrichtung füllt der Häftling ein Formular für sein letztes Essen aus. Man muss sich vorstellen, was denen durch den Kopf geht. Meine letzte Mahlzeit auf der Erde. Ich habe mich dann um die Zutaten gekümmert, und zwar so früh wie möglich. Jeder Bundesstaat hat genaue Vorschriften, was sich ein Gefangener wünschen darf. In Florida dürfen die Kosten für die Henkersmahlzeit nicht höher als $40 sein. In Oklahoma beträgt diese Obergrenze $15. Im Todestrakt mussten sie essen, was sie eben bekamen. Jetzt konnten sie sich etwas aussuchen, was sie vielleicht 20 Jahre nicht mehr gegessen hatten. Ist der Häftling in der Todeszelle, öffnet sich die Tür für ihn erst wieder, wenn er exekutiert wird. Ich war der Erste, den sie in der Todeszelle getroffen haben. Reverend Carol Pickett war Geistlicher im Zuchthaus von Huntsville.
Er nahm an 95 Hinrichtungen teil. Als erstes fiel mir bei fast allen schreckliche Angst auf. Angst vor diesem Ort, vor der Todeszelle. Der Geistliche muss den Häftling beruhigen. Seine Rolle besteht darin, den Mann seelisch vorzubereiten. Ich versuchte alles, um ihnen an ihrem letzten Tag hilfreich zur Seite zu stehen. Beim Briefeschreiben, beim Telefonieren oder beim Singen. Zuhören ist das Wichtigste. Ich musste sie auch fragen, was mit ihrem Körper geschehen soll. Damit wird das Wort Tod eingebracht, und zwar in der Todeszelle. Wenn er möchte, kann der Häftling in seiner letzten Nacht schlafen. Er wird allerdings ständig überwacht, um zu verhindern, dass er Selbstmord begeht. Am Morgen der Hinrichtung wird die Ausrüstung, die zum Töten des Gefangenen notwendig ist, noch einmal überprüft. Speziell bei Giftspritzen kam es in der Vergangenheit häufig zu grausamen Vorfällen. Vor der Hinrichtung kontrollieren die Mitarbeiter, ob die Riemen der Liege in gutem Zustand sind und ob die direkte Telefonleitung zum Büro des Gouverneurs steht. Dieses Telefon ist von Bedeutung, falls das Todesurteil in letzter Sekunde aufgeschoben wird. Berufungsverfahren sollen Fehlurteile ausschließen. Doch immer wieder kommen erst Jahre nach der Hinrichtung Beweise ans Licht, die die Schuld des Betroffenen zumindest in Frage stellen. In den meisten Fällen läuft die Todesmaschinerie weiter. Jerry Givens war von 1982 bis 1999 Scharfrichter in Virginia. Er führte 25 Hinrichtungen durch. Ich war das Versuchskaninchen. Man zurrte mich fest, um festzustellen, ob ich ein Bein bewegen kann. Das durfte nicht vorkommen, denn meine Leute sollten keine Tritte ins Gesicht bekommen. Erstaunlicherweise hat sich die Technik bei Hinrichtungen mit dem elektrischen Stuhl seit 1890 kaum verändert. Dieser elektrische Stuhl aus Texas wurde zuerst 1924 benutzt und bekam den Spitznamen Old Sparky, alter Funkensprüher. Am ersten Tag starben auf ihm 5 Männer. Elektrische Stühle bestehen aus Holz, also aus einem nicht leitenden Material. Der Strom fließt durch eine Kopf- und eine Beinmanschette. Die hier wurde am Kopf festgemacht und die andere am linken Knöchel. Kopf und Beinteil werden an eine Energiequelle angeschlossen, wodurch ein tödlicher Stromkreis entsteht. Ich hatte eine Testschaltplatte mit 24 100-Watt-Birnen, die alle leuchten mussten. Ansonsten stimmte was nicht. So haben wir es überprüft. Damit die Todesmaschinerie funktioniert, werden Kopf- und Beinmanschette mit Naturschwämmen ausgestattet. In Salzwasser getränkte Naturschwämme werden deshalb verwendet, weil sie sich ausdehnen und sich die Poren öffnen. Erst dann ist ein konstanter Stromfluss gewährleistet. Hinrichtungen mit Giftgas sind sicherlich nicht nur für Deutsche mehr als fragwürdig. In den USA wird extrem giftiges, brennbares Cyanwasserstoffgas verwendet, Blausäure. Die Gaskammer ist für alle die gefährlichste Hinrichtungsart. Dem Gas ist es ja egal, wen es umbringt. Vor jeder Exekution müssen die Dichtungen auf mögliche Schäden überprüft werden. Alan Ault war für die Wartung dieser Tötungsapparate in Mississippi und Colorado verantwortlich. Ich kaufte die Dichtungen. Pro Gaskammer haben sie $25.000 gekostet. Diese hohen Ausgaben hatten Folgen. In Kalifornien und Arizona wurden deshalb häufig 2 Häftlinge gleichzeitig hingerichtet. Für den Tod durch ein Erschießungskommando müssen Scharfschützen verpflichtet werden.
Zuletzt wurde diese Methode im Juni 2010 am Doppelmörder Ronnie Lee Gardner in Utah angewandt. In der Todeszelle steht der Gefangene unter ständiger Beobachtung, auch in den allerletzten Stunden seines Lebens. Der Häftling erhält am Nachmittag in der Todeszelle mehr Vergünstigungen, als er in all den Jahren im Todestrakt hatte. Er darf sich duschen. Und er kann telefonieren. Die Nummer wählen wir für ihn. Aber er darf so lange telefonieren, wie er will. Das letzte Telefonat, dann wirst du nie wieder jemanden anrufen. Von nun an kannst du nur noch mit dem Geistlichen reden. Eine traumatische Zeit. Hat sich der Gefangene für die Elektrokution entschieden, werden ihm die Haare abrasiert. 4 Stunden vor der Hinrichtung habe ich ihnen den Kopf rasiert, damit die Manschette perfekt sitzt und der Strom gut fließt. Es gibt noch einen weiteren, grausigeren Grund. Wir rasieren ihnen den Kopf, weil in Florida einmal Haare Feuer fingen. 1990 schoss eine 15 cm hohe Flamme aus dem Kopf von Jesse Taffaro, der wegen Mordes an 2 Polizisten verurteilt worden war. Erst nach 13 Minuten starb er. Er starb nicht sofort. Eine obszöne Situation. Der Gouverneur von Florida ordnete eine Untersuchung an. Daraufhin reiste Jerry Givens aus Virginia an, um den Fall zu überprüfen. Im Gefängnis überprüfte ich die Geräte. In Kopf- und Beinmanschette fand ich dann den Grund, warum es dort zu dieser Tragödie kam. In den beiden Teilen war kein Naturschwamm, sondern Schwammgummi. Der Strom wurde eingeschaltet und sein Kopf und sein Bein fingen Feuer. Der künstliche Schwamm hat vermutlich den Stromfluss blockiert. Givens stellte sicher, dass dies nicht noch einmal passieren konnte. Ich führte 3-4 Tests durch, die überwacht wurden. Danach wurden in Florida wieder Menschen auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Da also trotz dieser tragischen Vorfälle weiterhin durch Elektrokution hingerichtet wird, rasiert man den Häftlingen seitdem auch die Waden und schneidet ihnen ein Hosenbein ab. Einige Stunden vor der Exekution beginnt Gefängniskoch Brian Price mit der Zubereitung der Henkersmahlzeit. Wir haben 2 Stunden für die Zubereitung. Dann wird das Essen in die Todeszelle gebracht. Fehler können wir uns nicht erlauben. Es heißt jetzt oder nie. Einmal brannte uns das Hähnchen an. Ein Desaster. Am häufigsten werden Cheeseburger und Pommes frites verlangt. Ist wohl ein Essen, das Trost gibt. Dubiose Henkersmahlzeiten gibt's auch. Timothy McVeigh, der Oklahoma-Bomber, wollte 2 große Becher Eis mit Schokosplittern. Der Serienkiller Ted Bundy wünschte sich Steak, Eier, Kartoffelpuffer und Kaffee. John Wayne Gacy, auch ein Serienmörder, bestellte 12 frittierte Garnelen, Backhähnchen und 1 Pfund Erdbeeren. Als Häftling würde ich mir Kaviar vom Schwarzen Meer bestellen und hoffen, dass es lange dauert, bis er da ist. Einige Gefangene bekamen riesige Mengen an Essen. 6 Spare Ribs, 6 French Toasts mit Ahornsirup und Butter, 4 Rühreier mit gebratenem Speck, 5 gut durchgebratene Frikadellen mit 3 Scheiben Käse, Pommes frites und 2 Stück Kuchen mit Schokoglasur. Warum man ihnen ein letztes Mal servieren sollte? Ihre Opfer haben ja auch keins bekommen. Da kommt wohl Gnade ins Spiel. Können wir ihnen nicht Menschlichkeit zukommen lassen, bevor wir sie ausknipsen? Ich habe mein Bestes getan, um ihnen das zu schicken, was sie wollten. Und der Mageninhalt steht kurz darauf im Autopsiebericht. Einmal aß Price eine Henkersmahlzeit, die er zubereitet hatte, selbst.
Ein Häftling hatte 4 Sandwiches mit Speck, Salat und Tomaten bestellt. Der Mann wollte sich in der Nacht vor der Hinrichtung umbringen. Er hatte seine Beruhigungspillen über mehrere Tage aufgespart und sie dann auf einmal runtergeschluckt. Er wollte den Scharfrichter austricksen. Sie brachten ihn ins Gefängnishospital in Galveston, pumpten seinen Magen aus und dann kam er zurück in die Todeszelle. Also aß ich mit meinen Leuten die 4 Sandwiches, meine Lieblingssorte, die ich 10 Jahre nicht mehr gegessen hatte. Seit 2011 können Todeskandidaten in Texas keine Wünsche für ihre allerletzte Mahlzeit mehr äußern. Sie müssen nun das essen, was die anderen Häftlinge an diesem Tag bekommen. Dem Gefangenen bleiben nach seiner letzten Mahlzeit noch 2 Stunden bis zur Hinrichtung. Jetzt treffen auch die Zeugen im Gefängnis ein, die bei einer Hinrichtung anwesend sein müssen. Von Rechts wegen müssen Zeugen bestätigen, dass die Person tatsächlich hingerichtet worden ist. Sie sind also direkt dabei. Leute melden sich freiwillig dafür. In vielen US-Bundesstaaten müssen unabhängige Zivilisten die Hinrichtung bezeugen. Seit 1995 dürfen auch Angehörige der Opfer anwesend sein. Allerdings kann auch der Häftling selbst Zeugen benennen. Angehörige der Opfer und die Zeugen des Häftlings dürfen sich nicht treffen. Auch Vertreter der Medien nehmen an dem Spektakel teil. Ich habe wohl mehr Exekutionen als jeder andere im Land gesehen. Der Journalist Michael Gretschig hat über mehr als 300 Hinrichtungen berichtet. Nicht viele Menschen schauen zu, wenn ein Mensch stirbt. Wir sehen die Leichen. Und es ist auf jeden Fall aufreibend. Schließlich ist man dabei, wenn ein Mensch seinen letzten Atemzug macht. Noch im 20. Jahrhundert konnte man in den USA bei manchen Hinrichtungen zusehen. Es gab etwas zu essen und hinterher wurde gefeiert. Die letzte öffentliche Hinrichtung fand 1936 vor tausenden Zuschauern in Kentucky statt. Das Erhängen eines 22-jährigen Schwarzen wurde wegen des Volksfestcharakters heftig kritisiert. Nach einer Hinrichtung kam es regelmäßig zu Gewalt. Die Menge wurde aufgestachelt. Im Jahr 2001 verfolgten 30 Zeugen die Hinrichtung des Oklahoma-Bombers Timothy McVeigh direkt. Weitere 250 Angehörige der Opfer des Anschlags sahen per Videoübertragung dabei zu, als er eine tödliche Injektion erhielt. McVeigh hatte gefordert, dass seine letzten Minuten live im Fernsehen übertragen werden. Eine Stunde vor der Exekution begibt sich der Scharfrichter in die Todeskammer. Dem Scharfrichter kommt die wichtigste Rolle zu. In Texas wird geheim gehalten, wer diese furchtbare Aufgabe übernimmt. Jedes Mal, wenn er über den Hof zur Kantine der Wärter ging, haben sich alle zugeflüstert, das ist er. In Florida wird ein Zivilist beauftragt, der dafür $150 bekommt. Der Scharfrichter steht dafür ein, dass alles möglichst korrekt und präzise abläuft. Er spritzt die tödliche Injektion, schaltet den Strom für den elektrischen Stuhl ein oder mischt die Chemikalien, die in der Gaskammer verwendet werden. Es sind deine allerletzten Momente im Leben. Das letzte Essen, das letzte Glas Wasser, das letzte Telefongespräch, die letzten Verabschiedungen. Danach ist alles vorbei. Du bist am Ende deines Weges angekommen.
Viele finden im Todestrakt wohl zu Gott. Ich habe Häftlinge beten sehen. Andere baten den Geistlichen, für sie und mit ihnen zu beten. Sie wollten mit sich Frieden schließen. Viele wünschen sich Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Ich sagte ihnen, dass es 8 Schritte bis zum finsteren Tal hinter dieser Tür sind. Manche wünschen sich Johannes 14. Dort steht, dass dein Herz nicht erschrecken soll, dass das Haus des Vaters viele Wohnungen hat, dass er eine Stätte für dich bereithält. Ich habe immer das Dich betont und erklärte ihnen, dass die Wohnung nach der Bahre kommt und schon bereitsteht. In Texas geht der Gefängnisdirektor eine halbe Stunde vor der Hinrichtung mit 5 Männern zur Todeszelle. Ich sah ihnen in die Augen und sagte ihnen, dass sie mit mir in den nächsten Raum müssen. Falls der Gefangene Widerstand leistet, wird er in die Todeskammer getragen. Ein Mitglied des Exekutionsteams ist in voller Kampfausrüstung, samt Helm, Brust-, Kinn- und Ellbogenschutz. Der Anführer hat ein Schutzschild. Das Ganze dauert manchmal nicht einmal eine Minute. Fast immer kommen die Todeskandidaten freiwillig mit. Von den 89 Gefangenen, deren Hinrichtung ich verantwortet habe, war nur ein einziger schwierig. Ich sagte ihnen, dass sie mir folgen sollen, drehte ihnen den Rücken zu und brachte sie in die Todeskammer. Ein weiter Weg, ganze 3 Meter. Es ist nicht weit, aber es fühlt sich weit an, selbst für uns. Wenn der Gefangene in die Todeskammer geht, sieht er sie zum ersten Mal. Als erstes fällt ihm die Liege auf. Darauf wird er sterben. Wenn er dort ist, muss er sich auf die Liege setzen und dann auf den Rücken legen. Jeweils ein Mann des Teams ist verantwortlich für jeweils einen Riemen an der Liege. Jeder nimmt normalerweise dieselbe Position ein. Ich stehe beim linken Arm und schnalle den Oberkörper fest. Es dauert nur 30 Sekunden, bis all die Riemen festgezurrt sind. Neben der Todeskammer, in einem kleinen Zimmer mit Einwegspiegel, bereitet der Scharfrichter währenddessen die Chemikalien vor. Durch Rohre in der Wand werden Kunststoffschläuche in die Todeskammer geschoben. Ein medizinisches Team ist für den weiteren Ablauf zuständig. Es handelt sich meist nicht um ausgebildete Mediziner. Die Ärztekammer untersagt es ihnen, an Exekutionen teilzunehmen, da dies gegen die ärztliche Ethik verstoße. In Texas werden medizinisch-technische Assistenten eingesetzt. Wenn Menschen extrem nervös sind, und was ist extremer als eine Hinrichtung, findet man offenbar kaum Venen. Einige hatten wegen ihres Drogenkonsums zerstörte Venen, was den Prozess langwieriger und schmerzhafter machte. In Ohio wurde 2009 nach über 2 Stunden und 18 Versuchen, einen Venenzugang zu legen, eine Exekution abgebrochen. Wegen der Qualen hatte der Häftling sogar mitgeholfen. Sind die Venenzugänge gelegt, sind es noch 15 Minuten bis zur Hinrichtung. Selbst jetzt könnte der Gefangene noch einen Aufschub in letzter Minute erhalten. Je ein Telefon ist mit dem Gouverneur und dem Justizminister verbunden. Klingelt eins, wird abgebrochen.
Wird dem Gefangenen Aufschub gewährt, können neue Beweismittel geprüft werden. In vielen Fällen kamen diese aber zu spät. Bei vielen Gelegenheiten wurden Hinrichtungen aufgeschoben, für eine Stunde, einen Tag oder auch einen Monat. James Autry sollte 1983 als einer der ersten in Texas durch die Giftspritze sterben. Er lag schon auf der Liege. 2 Minuten bevor sie ihn töten wollten, erhielt er einen Aufschub und kam wieder in den Todestrakt. Im Todestrakt wusste damals niemand, was man von der neuen Hinrichtungsmethode halten sollte. Autry wusste nun aus eigener Anschauung mehr als jeder andere. Er erzählte jedem alles. Danach gab es keine Geheimnisse mehr. James Autry wurde ein halbes Jahr später hingerichtet. Etwa 140 zum Tode Verurteilte konnten seit 1973 vor der Hinrichtung ihre Unschuld beweisen. Ronald Kiney ist einer von ihnen. Ihm stand die Gaskammer bevor. Er wurde aber 2 Jahre nach seinem Prozess freigesprochen. Das war meine Zelle. Durch die Entlüftung konnten wir mit den anderen im oberen Stockwerk reden. Das war unser Telefonsystem. Kurz bevor Kiney in die Gaskammer gebracht werden sollte, fragte ihn ein Gefängnisbeamter, was sein letzter Wunsch wäre. Ich sagte ihm, wenn der Hebel betätigt wird und das Gas ausströmt, soll er reinkommen und meine Hand halten. Dann wurde neues Material vorgelegt und Kineys Anwälte konnten seine Unschuld beweisen. Ich fragte sie, ob wir wirklich durch sind. Sie sagten, dass ich nach Hause kann. Ohne juristische Sorgfalt während seiner Zeit im Todestrakt wäre der Fall vielleicht nicht wieder aufgerollt worden. Hätte ich lebenslänglich bekommen, hätte sich niemand um meinen Fall gekümmert. Denjenigen, die weniger Glück hatten, bleiben nun noch 15 Minuten bis zu ihrer Hinrichtung. In Texas werden die Zeugen jetzt in 2 getrennte Räume geführt. Der Journalist Michael Gratschik hat hier hunderte Hinrichtungen verfolgt. Die Leute reden immer über einen Sitzplatz in der Todeskammer. Dort gibt es keine Stühle. Man darf nur Block und Schreibgerät mitbringen. Wenn die Zeugen anwesend sind, kann der Häftling seine letzten Worte sagen. In Texas darf dieses Statement einige Minuten lang sein. Kaliforniens Vorschriften sprechen von einer kurzen letzten Erklärung, während Kentucky ein Zeitlimit von 2 Minuten vorschreibt. Pennsylvania erlaubt nur eine schriftliche Erklärung. Danach bleiben dem Häftling wahrscheinlich nur noch ein paar Minuten. Ich legte meine Hand unter das Knie oder auf den Knöchel, um den Puls zu fühlen. Aber sie spürten ihn auch. Dann nahm der Direktor seine Brille ab. Als ich die Brille ablegte, tat der Scharfrichter, was er zu tun hatte. 3 US-Bundesstaaten verwenden nur ein Präparat für die Giftspritze. 3 weitere Staaten haben keine spezifischen Vorschriften. Und in 28 Staaten, einschließlich Texas, werden 3 Mittel in Folge verabreicht. Ich befüllte die Spritze mit dem ersten Mittel, schloss sie an den Schlauch an und drückte. Es handelt sich um ein Barbiturat, das den Gefangenen ruhig stellt. Gelegentlich sagt ein Häftling, dass es wirkt. Wenn auf den Verurteilten der elektrische Stuhl wartet, wird er zunächst an das Gerät geschnallt. Dann folgen Kopf- und Beinmanschette. In einigen Bundesstaaten wird auch eine Gesichtsmaske verwendet. Routine für uns, eine Frage von Sekunden. In Virginia bleiben Direktor und Geistlicher beim Gefangenen. Auf ein Signal hin wird das Todesgerät aktiviert.
Wenn ich den Befehl gebe, geht ein jäher, wirklich brutaler Ruck durch den Körper. Das Gerät läuft 45 Sekunden bei hoher Spannung. Es gibt zahlreiche Berichte, dass es bei derartigen Hinrichtungen zu tragischen Vorfällen kam. Oft brennt die Haut des Opfers dabei an den Elektroden fest, trotz der Naturschwämme. Man kann den Starkstrom hören, der durch die Leitungen fließt. Der Körper bäumt sich auf und fällt zurück. Man riecht das verbrannte Fleisch. Ein furchtbarer, fettiger Geruch. Dann sackt der Körper zusammen. Wenn ich die Wahl zwischen Elektrokution und Todesspritze treffen müsste, würde ich mich für den elektrischen Stuhl entscheiden, weil das schneller geht. Der bislang letzte Mensch, der in den USA in der Gaskammer getötet wurde, war der Deutsche Walter Lagron. Er hatte sich hierfür entschieden, da er hoffte, dass der oberste Gerichtshof diese Hinrichtungsmethode als zu grausam einstuft. Dazu kam es allerdings nicht. Es kann bis zu 9 Minuten dauern, bis ein Mensch an Cyanwasserstoffgas stirbt. Die Betroffenen stöhnen, was sich wie Gurgeln anhört. Sie zittern und haben Schaum vor dem Mund. Man glaubt, erwürgt zu werden. Wenn sie nicht länger die Luft anhalten können, dauert es noch 4 bis 7 Minuten. Kein angenehmer Tod. Es ist sicher auch nicht angenehm, an der Todesspritze zu sterben. Äußerst umstritten ist, wie schmerzhaft ein solcher Tod ist und ob der Betroffene wirklich ohne Bewusstsein ist, bevor er stirbt. Bei der Hinrichtung von Raymond Landry löste sich 1988 der Venenzugang und die tödliche Mixtur spritzte durch die Todeskammer. Es gab keine Glaswand zwischen dem Häftling und den Zeugen. Wir sahen ihm beim Sterben zu. Doch plötzlich spritzte diese Flüssigkeit in meine Richtung. Natürlich fragte ich mich, was passiert, wenn sie mich trifft. Laut dem damaligen Justizminister von Texas waren die muskulösen Arme Landrys daran schuld. Bei der nächsten Hinrichtung gab es dann zum ersten Mal eine gläserne Trennwand zwischen uns und dem Häftling. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es im gleichen Jahr, ebenfalls in Texas, während der Hinrichtung von Joseph Cannon. Jim Willett war damals zum ersten Mal für eine Exekution verantwortlich. Der Häftling drehte seinen Kopf zu mir und sagte, dass sie herauskommt. Die Spritze ist rausgerutscht. Eine ziemliche Schlamperei. Eigentlich soll das erste Präparat den Todeskandidaten ruhig stellen. Wenn das Barbiturat den Schlauch vollständig passiert hat, spüle ich ihn mit einer Salzlösung aus. Es sollen sich keine Klümpchen bilden, die den Schlauch verstopfen könnten. Das zweite Mittel, das Steroid Pancuronium, lähmt die Atemmuskulatur. Die Erstickung beginnt. Wenn das zweite Mittel wirkt, verfärbt sich die Haut. Sie wird violett, während der Mensch langsam stirbt. Man könnte die Flügel einer Fliege hören. So still ist es dann. Das dritte Präparat, Kaliumchlorid, lähmt das Herz. Dann hörte der Puls auf zu schlagen. Offiziell ist die Hinrichtung erst vorbei, wenn ein Assistent keine Lebenszeichen mehr feststellt. Genau wie ein Arzt überprüft er, ob jemand tot ist. Er
Er sieht zur Wanduhr und stellt die Todeszeit fest. Dann gehen wir. Nach der Vollstreckung in der Gaskammer bleibt der Hingerichtete noch etwa 30 Minuten dort, bevor das Giftgas abgesaugt wird. Erst dann kann ein Team mit Schutzkleidung in die Kammer. Man versucht, Haut und Kleidung so gut wie möglich zu dekontaminieren, bevor der Tote in einen versiegelten Leichensack kommt. Nach einer Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl ist die Leiche noch so heiß, dass sie erst nach 5 Minuten entfernt werden kann. Beansprucht niemand die Leiche, wird sie auf dem Gefängnisfriedhof beerdigt. Wenn man irgendwo ein Grab mit einem X sieht, wurde derjenige hingerichtet. Ich kann mich an ihre Gesichter erinnern. Sie tauchen in meinen Albträumen auf. Für einige ist es sicher leicht. Für mich war es das nie. Ich habe kein Geld dafür bekommen. Ich habe es gemacht, weil es das Gesetz in Virginia so vorschreibt. Ich wurde oft kritisiert. Doch ich finde, Hinrichtungen werden respektvoll durchgeführt. Ich bedauere es nicht, an Hinrichtungen beteiligt gewesen zu sein. Ich habe das immer als Auftrag von einem Gericht betrachtet. Wir waren nur die ausführenden Organe. Die USA sind die einzige westliche Demokratie, in der Menschen vom Staat getötet werden. Etwa 2/3 der Bevölkerung unterstützen die Todesstrafe. Doch mehr als die Hälfte der Amerikaner glaubt, dass Unschuldige hingerichtet werden.